Hey Mädels, heute möchte ich euch mal zeigen, was ich so alles mitnehme, wenn ich auf Reisen gehe. Und zwar in meiner Beauty Bag. Und das ist meine Beauty Bag. Ich weiß, sie ist ziemlich kindlich und sie ist ziemlich klein. Sie ist auch randvoll. Aber das ist mir egal. Ich liebe sie einfach, weil der Tinkerbell drauf ist. Und ich liebe Tinkerbell. Und die ist von Primark, schon etwas älter. Aber so ähnliche gibt es dort immer. Die hat mal 3 Euro oder so gekostet. Die ist einfach super, weil die so ein abwaschbares Material hat und... ja, die nehme ich eigentlich immer mit, wenn ich verreise. Und was da drin ist, das zeige ich euch jetzt im Schnelldurchlauf, weil da ist ganz, ganz viel drin und ich muss noch ganz, ganz viel packen und morgen geht's los. Habe ich schon gesagt, dass ich nach Amsterdam fahre? Ja, ich fahre nach Amsterdam für ein paar Tage und deswegen, ja, muss das jetzt alles mit und was da drin ist, das zeige ich euch jetzt. Mir fliegt als erstes meine Finishing Cream für die Haare entgegen und zwar ist die von Frizz Ease. Habe ich euch schon öfters mal gezeigt. Das ist die Zauberformel Seidenfinish Cream mit Avocadoöl. Das mache ich mir ja einfach in meine Haare, wenn ich sozusagen meinen Föhn und meine Glätten und alles fertig habe. Kommen die ganz zum Schluss rein, damit einfach der ganze Frizz so ein bisschen weggeht und das Haar einfach schön geschmeidig und glänzend aussieht. Dann habe ich ein Deo hier, das habe ich mir vorhin erst gekauft. Das ist das Rexona Pure, also die Duftvariante Pure. Habe ich noch nicht ausprobiert, aber die Rexona Deos finde ich ja sowieso super. Ich probiere da immer mal andere aus. Und ja, das gibt es jetzt in so einer kleinen handlichen Größe. Finde ich gut für meine kleine Tasche. Dann habe ich hier Evelyn Nagellackentferner Tücher, habe ich mir mal geholt, weil die einfach so schön klein sind. Und zwar sind die acetonfrei und hier steht drauf Lila-Duft, ideal bei empfindlichen Nägeln. Das sind einfach so Tücher, genauso wie solche Pads, um einfach den Nagellack zu entfernen. Dann habe ich mir eine Bodylotion gekauft und zwar ist die von Tracemoon. Das ist die The Raspberry Kiss in dieser kleinen Größe. Die gibt es bei DM an diesen Ständen, wo irgendwie diese ganzen kleinen Reise- und Unterwegsgrößen sind. Ja, hatte ich schon mal und ich finde, die riecht auch wirklich super, die Lotion. Dann habe ich, was habe ich hier denn noch drin? Ja, meine Zahnbürste, die lege ich jetzt gleich mal an die Seite. Und Zahnpasta, auch eine kleine für unterwegs. Das ist ja wichtig, ne? Dann habe ich mein Hydraliron, was mir meine liebe Schwester von England mitgebracht hat. Vielen Dank nochmal an dich, dass du mir das besorgt hast. Ich finde, das ist super. Das ist einfach so ein Hyaluron-Booster sozusagen, den ich mir vor meiner Gesichtscreme auf das Gesicht auftrage. Kann man auch nur auf gezielt auf Fältchen auftragen, aber ich nehme das einmal so fürs gesamte Gesicht. Und ja, das nehme ich immer morgens. Und danach kommt dann meine Dr. Hauschka Rosencreme auf mein Gesicht. Die ich auch super finde, habe ich euch auch schon öfters mal gezeigt. Das ist einfach eine sehr reichhaltige Tagescreme für extra für trockene Haut. Dann habe ich auch meine Augencreme mit. Die ist von Douglas Beauty System, also von dieser Douglas Eigenmarke. Und zwar ist das die Pro Age Nourishing Eye Cream. Ist jetzt so für die ersten Anzeichen der Hautalterung oder für die ersten Fältchen so um die Augen herum. Ich habe eine sehr trockene Augenpartie, deswegen kriege ich ziemlich schnell so Falten. Also, ich weiß gar nicht, das sind halt einfach so Trockenheitsfältchen. Das sind jetzt noch nicht so krasse Falten. Ich bin ja gerade mal 22. Aber so ein paar Trockenheitsfältchen habe ich schon. Und deswegen nehme ich die immer abends. Morgens meistens nicht, aber abends mache ich mir dann schon eine etwas dickere Schicht drauf. Dann habe ich mir eine kleine Probegröße gekauft von dem John Frieda Go Blonder farbaufhellendes Shampoo. Einfach, keine Ahnung, ich habe da einfach mal dazu gegriffen, stand auch in diesen ganzen Probier- und Reisegrößen bei DM. Und dann habe ich mir noch von Badea eine Repair Pflege Express Kur mitgenommen, auch in so einer kleinen Probegröße, weil ich irgendwie nicht so eine richtige Spülung in so einer kleinen Größe gefunden habe. Deswegen habe ich mir gedacht, ich nehme mir einfach davon 2 Tuben mit und dann wird das auch gehen. Das ist halt so eine Kur, die man sich so 1 oder 2 Minuten lang ins Haar macht und dann wäscht man das aus, ähnlich wie eine Spülung. Ich brauche halt irgendwas Spülungmäßiges nach dem Shampoo, damit ich meine Haare ansatzweise gut durchkämmen kann, weil sonst wird das echt ein schwieriges Unterfangen. Dann habe ich mir noch meine Duschcreme mitgenommen, die ich auch in groß habe, ebenfalls von Tracemoon. Das ist Those Lemonade Days. Einfach so eine fruchtige, zitronige Duschcreme, die ich wirklich sehr, sehr schön finde. Wie gesagt, ich habe sie ja auch in dieser ganz großen Tube. Deswegen habe ich mir die einfach nochmal in meiner kleinen Reisegröße mitgenommen. Meinen Augen
Make-up-Entferner und ihr seht, es ist mal ein anderer. Es ist nicht dieser von Rival de Loup, den Clean & Care, den ich sonst immer habe, weil ich hier in der Nähe keinen Rossmann habe und deswegen habe ich mal im DM zu der Balea-Eigenmarke gegriffen. Also es ist quasi der Balea-Augen-Make-up-Entferner, auch in der Variante Waterproof. Ich finde das sehr, sehr gut. Das ist ja auch super günstig und ihr seht, ich habe es ja schon fast aufgebraucht und noch ein ganz kleines bisschen übrig. Das werde ich jetzt wahrscheinlich im Urlaub aufbrauchen. Kann ich euch auf jeden Fall empfehlen. Wird wahrscheinlich in meinem Aufgebraucht-Video dann nochmal auftauchen in meinem nächsten. Da sage ich dann nochmal ein bisschen mehr dazu. So, dann haben wir, Moment, ich muss was an die Seite schmeißen. Dann haben wir hier einen Lippenpflegestift. Und zwar ist der von Sundance. Das ist jetzt der Lichtschutzfaktor 20 Mittel. Ich habe mir den vorhin erst mitgenommen. Das heißt, er ist noch ganz frisch und neu. Aber dadurch, dass die Sonne ja jetzt öfter rauskommt und in Amsterdam soll es auch relativ schön werden die nächsten Tage, habe ich mir gedacht, ich nehme mir mal einen Lippenpflegestift mit UV-Schutzfaktor mit. Und wo wir gerade bei Sonnenschutz sind, Moment, was in meine Tasche jetzt nicht mehr reingepasst hat, ist mein Sonnenschutz. Aber ich zeige es euch jetzt trotzdem, weil es einfach dazugehört. Und zwar ist der von Sundance Lichtschutzfaktor 30, also hoch. Und das ist jetzt hier mal ein Sonnenspray. Hier steht drauf, extra geeignet für sportliche Aktivitäten. Habe ich jetzt nicht unbedingt vor. Aber ich finde solche Sprays immer ganz cool, beziehungsweise ich finde sie einfach bequemer aufzutragen als jetzt so eine Creme, die man erst einarbeiten muss und so weiter. Ihr wisst schon, ist halt hier mit so einem Sprühkopf und es geht halt irgendwie relativ schnell. Und ja, werde ich dann auch auf jeden Fall für unterwegs mitnehmen, weil das Wetter ganz gut werden soll. Das nur nochmal so dazu. So, was habe ich hier noch drin? Meine Nachtpflege sozusagen für das Gesicht. Und zwar ist das einmal das Gesichtsöl Wildrose von Alverde. Extra auch für trockene Haut. Habe ich euch auch schon in meinem Hautroutine-Video gezeigt. Finde ich sehr, sehr schön. Und dann habe ich mir passend dazu auch von Alverde die Nachtcreme gekauft. Auch aus dieser Serie mit Wildrose, auch für trockene Haut. Und ich finde, das ist echt eine schöne Kombo. Gefällt mir zurzeit richtig gut. Vertrage ich sehr, sehr gut und ja, es gibt mir einfach ein schönes, pflegendes Gefühl. Morgens habe ich eine richtig, richtig weiche Haut. Dann habe ich hier noch meinen Gesichtstoner. Der ist auch aus der Beauty-Reihe von Douglas selbst, von der Eigenmarke Beauty System. Und zwar ist das der Clean and Neat Refreshing Toner, den ich mir so für meine Abschminkroutine sozusagen immer als letzten Schritt nehme. Also ich entferne mein Augen-Make-up und mein Gesichts-Make-up, was ich so halt an Make-up und Bronzer und so drauf habe, ihr wisst schon. Und dann gebe ich mir davon einfach nochmal so ein bisschen was aufs Wattepad und gehe damit so über mein Gesicht und über meinen Hals als letzten Schritt der Reinigung sozusagen. Genau, dann ist hier noch drin ein Rasierer. Dann habe ich noch, was ist denn hier noch drin? Ich hatte doch hier noch, genau, eine kleine Pinzette, so eine Mini-Pinzette, kann man das überhaupt sehen? Die ist ganz, ganz klein, war mal in irgendeinem Set mit dabei. Und dann habe ich noch mein japanisches Heilpflanzenöl mit. Ich habe ja Migräne, also ich bin migräneanfällig, sagen wir es mal so. Ich hoffe, toi, 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 dass mir das in Amsterdam nicht passiert, aber ich muss immer meine kleine Apotheke für meine Migräne mitnehmen oder gegen meine Migräne. Da kommen jetzt auch noch meine Kopfschmerztabletten rein, Ibuprofen nehme ich da immer. Und dann, wie gesagt, dieses japanische Minzöl. Und das riecht wirklich sehr, sehr streng. Das gibt es bei DM, gibt es aber auch in Apotheken. Das ist 100% reines Minzöl. Riecht halt wie ein Minzbonbon, wie so ein Pfefferminzbonbon. Ja, das presse ich mir dann oder massiere mir das dann immer so auf meine Schläfen und auch hier auf meinen Nacken. Und ja, damit, also ohne das, nur mit Kopfschmerztabletten gehen meine Kopfschmerzen nicht weg. Ich brauche immer dieses Pfefferminzöl. Das ist mein Lebensretter, auf jeden Fall. So, und jetzt habe ich meine ganzen Sachen alle auf meinem Schoß. Das war alles, was ich euch zeigen wollte. Das ist alles, was ich so beauty-technisch mitnehme. Ich hoffe, das Video war jetzt nicht zu chaotisch. Ich muss jetzt ganz schnell Schluss machen, weil ich muss, wie gesagt, noch ganz viel packen und Wäsche waschen. Und hier sieht es aus wie... Egal. Ich wünsche euch ein paar schöne Tage und dann sehen wir uns einfach in meinem nächsten Video wieder. Macht's gut!